Hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder bei den Ellerbach Stories. Ja, Stroh ist eingesammelt, wir können Kalken fahren. Ja, und das machen wir mal mit dem Fendt hier, würde ich sagen. Wir sind ja mal alle Maschinen ausfahren. So, das heißt, wir brauchen den Kalkstreuer. Dann geht's los. So, wir brauchen aber Kalk. Das heißt, wir müssen den Drescher hier mal kurz beiseite. Lass mich hier durch. Ja, Elmann, guten Tag. Ja, grüß Gott. Ihr habt Rechnung fertig für das Schwadre. Ja, okay. Das wäre 2340, aber wir machen einfach 2300. Was? Okay, einen Moment. Geht auch gleich raus. So, ist überwiesen. Ja, danke schön. Jo, ich bedanke mich nochmal für die Arbeit und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Es geht doch. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Kalken. Der schmale Streifen hier und dann die 119. So, lass uns das aber auch mal schön. So, so. So, 14 Meter ist jetzt nicht so die super Arbeitsbreite. Aber das passt schon. Dann machen wir das hier. Ja, die Bahn zurück machen wir später. Wir fahren jetzt erstmal rüber auf das andere Feld. So. Gucken, das war nicht das hier, sondern das nächste. Zu, die stört eh nur. Hier einmal die Spitze ab. So. Und jetzt können wir schön
mit GPS die Bahn hier ziehen. Dann wird das auch akkurat und ordentlich gemacht. Das Gute ist ja, dass der Kalk uns ja nichts kostet, weil er selbst produziert ist. Ja, nur noch ein Feld, das gekalkt werden muss, und dann sind wir mit der Sache auch schon durch. Läuft, würde ich sagen. Das heißt, wir könnten uns dann noch so ein bisschen um die Tiere kümmern, vielleicht für heute. Also vor allem um die Schweine. Aber wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie schnell wir jetzt hier durchkommen. So, der kleine Ding hier noch. Irgendwie war ich ja unten doch auch noch. Ja, gut. Einmal das hier. So, schauen wir mal. Die 92. Das war der. Das Weizenfeld. Aber ich glaube, das machen wir komplett ohne GPS. Staubt das hier. Rucki-zucki hier. Die Ecke da oben, die muss jetzt noch mitgemacht werden. Ja, guck mal, die eine Fuhre Kalk, die reicht sogar aus. Wir haben jetzt gleich hier, wo das Verdorrte ist, werden wir es nicht kalken können. Ich glaube, das nimmt es nicht an. Da haben wir halt ein Fleck, oder? Ja, gut, ist aber egal. Ist egal. Aber die beiden Dinger, die müssen noch. Hier und da, und schon sind wir fast fertig. Genau, wir müssen nämlich den einen Streifen auf dem 128er, 127er, ich weiß es nicht, auf dem Feld auf jeden Fall, das beim Hof ist, müssen wir noch arbeiten. Ich guck gerade mal, es kommt keiner.
So. Dann füllen wir den Kalkstreuer gleich wieder auf, parken den und ja, dann geht es in die Tierversorgung. So, ja, machen wir schnell mal die Sauberkeit hier bei den Weinen. Ja, das sollten wir mal möglichst gerade anfahren, sonst passen wir da nicht rein. Ist es auch nicht viel. Der große Stall drüben, der wird auch einiges mehr Dreck haben. Wenn wir hier reinkommen. Ja. Gibt's doch nicht. Bin doch schon mit der Schaufel da drin gewesen. Muss ich mal einen Schluck Zielwasser trinken oder wie sehe ich das? So. Jetzt aber. Ah, guck mal, geht doch. Aber jetzt hängen wir, glaube ich, gleich mit dem Reifen. So, so, das wäre die Sauberkeit. Vielleicht müssen wir nur wieder da rauskommen. Ja. Der ist einfach nur zu groß, finde ich, für da rein. So, jetzt hängen wir da klar wieder ganz doof mit der Schaufel. Ich glaube, wir bräuchten für hier eine kleinere Schaufel. Ach, aber wir schaffen es. Wir schaffen es. So. Das kommt hier hin. Oh, jetzt hängt das Wasser fast da. Müssen wir uns irgendwie so vorbeidrücken.
Wir können doch ein bisschen kurbeln hier und schon sollte das passen. Weiß nicht, irgendwie stelle ich mich heute ziemlich doof an. Komme ich jetzt hier raus? Ah ja, komm. Dann hauen wir mit dem erstmal 2 Meter nach vorne. Na komm. Hängen wir da. Meine Güte, ist das ein Rampf heute. So. Dann können wir jetzt erstmal schnell noch Wasser geben. Das ist ja auch wichtig. Den Punkt nur richtig treffen. Sollte sich jetzt langsam, genau, es füllt sich, das ist gut. Ja, hier auch Wasser auf jeden Fall. Oh, wir sind leer. Gut. Jetzt fahren wir aber erst zu den zum Zuchtstall. Ja, das ist klar, dass wir da jetzt mehr Wasserverbrauch und Allgemeinverbrauch haben, weil da na klar ein Nachwuchs gekommen ist. Deshalb, ja, müssen wir da auf jeden Fall die hungrigen Mäuler stopfen. Aber so, Wasser ist raus. So, was brauchen wir denn hier am dringendsten? Stroh vor allem. Damit die Mistproduktion. Wir sollten eigentlich eher Mais füttern. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Ja, jetzt fahren wir da noch dagegen. Ich weiß nicht, heute ist nicht mein Tag. Merkt man, glaube ich. Guck mal, da ist noch Mais drin. Dann laden wir da noch mal Mais nach und füttern erstmal. Ja, noch ein Stück weg. Ah, so. Ich dachte schon, ich habe doch da was gehört. So, aber ihr Lieben, wir sind schon wieder fertig. Ja.
Die 20 Minuten sind um. Wir füttern hier noch ganz kurz und ja, dann ist Feierabend. Morgen, wieso sage ich immer morgen? In der nächsten Folge geht's weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinschaut. Ja, gerne Däumchen da lassen, Kommentare und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel, ja. Und dann würde ich sagen, ja, macht es gut und tschüss.